Nee, Han hört sich besser an. Ich nenne ihn ab sofort Han. Ah ja, und hier sind wieder komplett neue Gegner. Und neue feindliche Raumschiffe. Und Roboter und Geschütztürme. Und bumm. Ja, ihr kommt aber... Nein, das war ein Fail. Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Ja, komm, ich habe dich gerade gesehen. Ja, okay, dann halt nicht. Aber jetzt dafür. Und natürlich gehen die Teile hier immer nach unten, je länger wir da drauf stehen. Deswegen müssen wir halt auch immer springen. So, ja, das läuft sehr gut. Nein, 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 nein. Hau bloß ab, Raumschiff. Danke. So. Ha, da habe ich jetzt einen Geschützturm schön verarscht. So. Aber dass ich jetzt an Anhang direkt alle Buchstaben jetzt gerade bekommen habe, das ist wirklich nur Zufall gewesen, weil da muss man wirklich extrem schnell und gut springen können, um alle Buchstaben direkt da zu bekommen. So, ich verarsche mal den Turm ein bisschen. Haha, das tue ich gerne. So, und hier sind natürlich auch wieder neue Truppen. Haha, boom. Ja, jetzt gibt es hier aber wirklich viele neue Gegner. Wow. Aber ist ja auch gut so. Dann haben wir zumindest ein bisschen mehr Abwechslung. So, boom. Richtiges Sprung-Timing nicht verkacken. Nö. Turm, ich verarsche dich doch nur. Oh ja, das ist jetzt gut, dass wir ein Schild bekommen haben. Ja, hier geht's aber wirklich zur Sache. Noch ein Schild, sehr gut. Und richtig springen. Naja, beziehungsweise müssen wir halt den richtigen Moment abwarten und dann erst springen. So, und nach oben bitte. Danke. Und wieder ein Geschützturm. Boah, hier gibt es aber Geschütztürme en masse. Boom. Und noch ein Schild. Oh Mann, das Spiel beglückt mich ja heute mit Schildern, ey. Ist ja der pure Wahnsinn. Und nach unten, nach unten, nach unten. Nein, nach unten. Und dann weiter nach unten. Danke. Ja, und ja, die können schon etwas mehr aushalten. Oh, noch ein Schild. Boah, danke, Spiel. Ah, oh, shit, die Bombe hätte ich gerne eingesammelt. Aber naja, dafür haben wir eine neue. Boom. Ha, in der Luft explodiert. Sehr gut. Ja, jetzt kommen erstmal nur ihr. Das ist auch toll. Mehr oder weniger. So. Boom. Oh, das waren zwei gerade. Okay. Und schon wieder zwei. Oh, ne, drei. Hallo, lululululululu. Okay, erstmal das große Herz aufsammeln. Und wieder eine Bombe. Boom. Und ein paar Punkte mehr. Sehr gut. Ja, das ist jetzt hier eine fiese Stelle. Okay, so fies war die auch wieder nicht. Ja, manchmal laber ich Bullshit, meine lieben Zuschauer. Das müsst ihr halt... Na, ihr müsstet es ja eigentlich langsam kennen. Und die können auch ganz schön was aushalten. Die haben eine hohe Verteidigung, aber die sind nicht so extrem stark. Also so viel Schaden machen die halt jetzt nicht. Ja, noch einer von euch. Oh, eine Bombe. Sehr gut. Boom. Ha, das hat sich gelohnt. Ja... Boom. Noch einer von euch? Nee. Okay. Gut. Und ein Roboter. Ja, mit Maschinengewehr. Der allerdings immer zurückgeht, wenn man auf ihn schießt. Ja, wenn wir jetzt hier nach unten wieder gehen würden, dann wären wir gerade da, wo die ganz vielen grünen
Einheiten waren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen. Und wieder eine Bombe. Super. Ach shit, hätte ich die jetzt erst aktiviert. Ah. Naja, ist nicht so tragisch. So, ja, ich glaube, ja, nach oben muss ich jetzt, genau. Blub. Ja, nicht zerquetschen lassen. Und nach oben, bitte. Danke, Mensch, das Spiel, das Geheuchte mal heute ist ja Wahnsinn. Und wieder ein Schild. Das ist jetzt unnormal, dass ich so oft jetzt ein Schild bekomme. Ja, Muck halt auf. Ja, kannst auch mal aufhören damit. Danke. Und noch einer. Super. Und noch einer. Und eine Bombe. Super. Ja, das läuft sehr gut. Muss ich sagen. Oh ja, und wir haben wieder ein extra Leben bekommen, weil wir wieder die nächsten 50.000 Punkte wieder einkassiert haben. So, da gehe ich erstmal nach links. Mit Absicht, weil es da wieder tolle Items gibt. Unter anderem auch extra Leben wieder. Ja. Deswegen gehe ich auch erstmal hier lang. Und nach unten. Und hier ist wieder ein Roboter, der ungefährlich ist, wenn man auf ihn ballert. Ja. Und hier oben ist, glaube ich, auch wieder Leben. Genau. Ich glaube, das war's, ne? Nee. Noch mehr. Sehr gut. Noch mehr. Hallo. Ist das jetzt hier irgendwie ein Bug oder was? Nein, anscheinend nicht. Gut. Oh, das war jetzt Glück. Gut, dass er mich jetzt nicht gekriegt hat. Ja, komm, Roboter. Nicht aufmucken. Okay, jetzt mache ich euch aber. So, und schon wieder ist der Roboter da. Super. Ja, hallo. Nein. Hier muss man wirklich sehr gut springen können. Oh ja, natürlich. Ja, komm, aktiviere deine komische Schildattacke. Genau die. So, und jetzt töten wir dich erstmal. Genau. So. Ja, jetzt gehen wir nach unten. Und weiter nach unten. Und wir sind... Und hier sind wieder Jet-Trupps. Super. Oh nein. Wow, Doppelschild. Hallo. Ey, das Spiel, das... meint es wirklich extrem gut heute mit mir. Wow. So, jetzt müssen wir hier wieder super springen können. So. Ich warte, bis da jemand rauskommt. Genau. Und hier. Hervorragend. Und wieder ein Roboter. Gut. So, da müssen wir nach oben, aber ich guck mal, ob es hier noch irgendwas gibt. Ja. Und nach oben. Danke. Ja, ich weiß, das sieht hier fast alles gleich aus, aber keine Panik. Wir gehen richtig. So, erstmal warten und dann erstmal den doofen Roboter machen. So. Ha. Super. Aber ich glaube, wir haben es auch gleich geschafft. Wir haben das Level gleich geschafft. Und jetzt kommt wieder ein Boss. Und zwar ist das der sogenannte Wolkengleiter. Wow. Ja, hier müssen wir natürlich viele Teile kaputt machen. Wow. Ja. Ja, wir haben es gleich.
Aua, aua, aua. Der tut weh. Mal gucken, wer stirbt zuerst? Ich oder der Boss? Ach, der Boss natürlich. Boom! Das war der Wolkengleiter. So, ich mache jetzt noch einen Boss noch. Den nächsten Boss mache ich noch und dann lade ich jetzt mal hier alles wieder hoch. Ja, jetzt sieht man Han, die Prinzessin, Chewbacca und der andere Mann im Mantel. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie der heißt. Steht das hier irgendwo? Nee. Wir dürfen halt jetzt C3PO suchen. Ja. Und wir sind jetzt Chewbacca. Ein neuer Held. Ja, Chewbacca ist natürlich der Freund von Han. Jeder, der Star Wars kennt, und ich hoffe, dass das der Großteil ist, weiß halt, dass der Chewbacca halt der Freund von Han ist. Und die Käfer, die hasse ich wie die Hölle. Warum hasse ich die? Weil die extrem wehtun. Weil die spucken so Lava und ja, wenn man halt sich treffen lässt, dann tut's natürlich weh. Und hier sind Jet-Trupps. Super. Das läuft gut. Also solange ich immer so oft jetzt Schilde bekomme, ja, so kann man es auch machen. So, damit kann man auch sehr gut leben. Und unter uns ist natürlich wieder Lava.